Als neue Landesrätin haben Sie mit den Themen Bildung, Wissenschaft und Forschung, Jugend und Frauen ein Zukunftsressort übernommen. Welche Ziele verfolgt Oberösterreich in der Forschung und in der Bildung? Forschung und Bildung sind natürlich die Zukunftsbereiche, weil hier legen wir den Grundstein eigentlich für den Wohlstand von morgen. Das heißt, jetzt müssen wir investieren, damit die Kinder, die Jugendlichen, die Studenten eigentlich für uns die Zukunft absichern. Und da setzen wir wirklich auf die Vordenker, auf die Querdenker. Und hier ist es uns ganz wichtig, dass wir im Bildungsbereich auch diese Kreativität an den Schulen ermöglichen, zulassen. Also da geht es ganz viel auch um inhaltliche Arbeit an den Schulen. Im Forschung- und Wissenschaftsbereich klares Bekenntnis zu der Johannes-Kepler-Universität, zu unseren Fachhochschulen, aber auch zur außeruniversitären Forschung. Ehrgeiziges Ziel, 4% Forschungsquote. Da sind wir noch ein Stück weg in Oberösterreich, da hinken wir auch im Bundesländervergleich noch nach. Also da gilt es auch wirklich, Geld in die Hand zu nehmen, und das macht das Land Oberösterreich. Wir investieren in diesem Bereich zum Beispiel an der Johannes-Kepler-Universität 14 Millionen Euro in den nächsten Jahren für die Exzellenzbereiche. Weil es geht immer darum, dort, wo wir schon gut sind, wo wir Stärken haben, diese auszubauen. Und das ist natürlich im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, wo wir große Stärken haben, Mechatronik, Polymerchemie jetzt nur genannt als Beispiele, aber auch natürlich sowie Bereich juridische Fakultäten. Hier haben wir wirklich tolle Ergebnisse, tolle wissenschaftliche Arbeiten, und auf die gilt es auch weiter auszubauen. Aber nicht zu vergessen ist natürlich auch der Erwachsenenbildungsbereich. Bildung hört ja am Schultor nicht auf. Es ist ganz wichtig, dass wir Aus- und Weiterbildung für alle Altersgruppen attraktiv gestalten. Und hier geht es darum, dass Bildung leistbar sein muss und attraktiv sein muss. Und dafür investieren wir wieder im Bildungskonto 10 Millionen Euro heuer für das Jahr 2010, das ganz eins zu eins den Menschen zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann einen Kurs machen und 50% bis zu 70% für Wiedereinsteigerinnen oder Jugendliche, die keine abgeschlossene Ausbildung haben, können hier Förderungen in Anspruch genommen werden. Ich kann hier berufsbegleitend Kurse besuchen. Ich kann hier Ausbildungen machen, um eben wieder am Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben. Viel diskutiert wurde eine Medizinuniversität in Oberösterreich. Warum ist gerade Oberösterreich der richtige Standort dafür? Die wichtigste Aufgabe für uns in der Politik ist, medizinische Versorgung sicherzustellen. Und das garantiert uns eine Medizinuniversität. Die Zahlen zeigen, wir haben in den nächsten Jahren einen Ärztemangel. 800 Absolventen werden uns im medizinischen Bereich fehlen. Und da ist die klare Antwort: toller Standort Oberösterreich, toller Standort Linz. Hier haben wir schon klinische Forschung, hier haben wir schon außeruniversitäre Forschung im medizinischen Bereich. Also hier können Synergien genutzt werden. Und das wäre eine klare Antwort für diesen Bedarf, der da ist. Und darüber hinaus setzen wir auch ganz klar auf Altersmedizin, auf Präventionsmedizin, also zwei Zukunftsfelder. Die demografische Entwicklung zeigt, die Menschen werden immer älter, der medizinische Bedarf wird auch in diesem Bereich immer größer. Und hier kann die Medizinuniversität in Linz eine Antwort liefern. Was sind Ihre Ziele in der Frauenpolitik? Ganz einfach gesagt, mit einem Wort: aufholen. Es ist leider noch immer so, dass wir eine Frauenpolitik benötigen. Die Chancengleichheit, die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen ist noch nicht hergestellt. Wir haben eine Einkommenslücke, eine drastische, vor allem umso älter die Frauen werden, umso größer wird die Lücke. Und wir haben auch noch nicht Chancengleichheit, wenn es darum geht, Führungsetagen zu besetzen, wenn es darum geht, Aufsichtsräte zu besetzen. Und daran ist in erster Linie oft schuld diesen Spagat, den die Frauen leisten müssen in der Zeit, wo sie auch Kinder haben, wo sie auch eine Familie gründen. Und hier gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es nicht Entweder-Oder-Entscheidungen sind, sondern dass die Frauen das machen können, was sie möchten. Sie können sich für die Familie entscheiden, wenn sie das möchten, aber sie sollen sich auch für den Beruf entscheiden können, wenn sie das möchten. Und da ist die Aufgabe der Politik hier, flexible Angebote für Kinderbetreuung zu schaffen. Hier ist die Aufgabe der Politik, auch in die Ausbildung, gerade von Wiedereinsteigerinnen, zu investieren. Ganz wichtig ist es, dass wir bereits im Kindergarten, in der Volksschule den Mädchen zeigen, dass sie alle Chancen haben, dass sie sich genauso gut in technischen Berufen betätigen können. Also einfach wegkommen von diesen klassischen Rollenbildern, von den klassischen Berufsfeldern, weil das Einkommen, das vor allem höhere Einkommen, liegt eben heute vor allem im technischen Bereich. Das sind die Zukunftsfelder, dort, wo auch Karrierechancen da sind. Und das möchten wir mit unserer Frauenpolitik auch sicherstellen. Ein Beispiel nur der Girls Day genannt oder Traumberuf Technik. Also viele Maßnahmen, wo wir hier sensibilisieren möchten. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern, weil die leben es ja vor. Also viele kleine Räder, an denen wir drehen werden. Das Motto lautet: die Aufholjagd beginnt.